Fragen, dann gibt es einen Preis, Masterfrage am Ende am Hotel, also maritim, dann geht es um alles. Ne? Über wie viel Petabyte Storage verfügt die OTC in Magdeburg, Biere und Amsterdam 1 und 2 zusammen? Achtung, A, mehr als 700 Petabyte, B, mehr als 900 Petabyte, C, die OTC hat gar keinen Storage. A. Ausschlussverfahren, meine Herren. Ich würde sagen A. Du würdest sagen A, also 700 Petabyte? Ich meine, ja. Allgemein meint 700? Ja. Ja. 700 stimmt. Hey, für was steht die Abkürzung API? Und da hätte ich gern genau. API, für was steht die? Also I steht für Interface, ne, würde ich sagen. Application Programming. Ja, genau. Programming. Application Programming Interface. Ja. Was kostet gemäß aktueller Leistungsbeschreibung 6.6.7 der Resource Management Service pro Gigabyte pro Monat in der Region EU.de? Kostenlos. Richtig. Der ist kostenlos. Sehr. Sehr gut, Masterfrage richtig beantwortet. Klasse. Ey Leute, das wäre peinlich geworden. In wie vielen Geburtstag feierte die OTC am 14.03.2023? Den 7. 7. gut. 7. Richtig. Buchstabiere den Vor- und Nachnamen unserer Chief Revenue Officerin Jinju Mao. J-I-N-Y-U-M-A-O. J-I-N-Y-U-M-A-O. Neues Wort, großes M-A-O. Wie groß ist die Fläche aller Regionen zusammen, die mit Servern der OTC belegt ist? Rack an Rack. 10 Quadratmeter, 600 Quadratmeter oder 6000 Quadratmeter? 6000. Sehr gut. In welchem Jahr wurde die Swiss OTC gelauncht? Die Swiss, das war letztes Jahr. 2022, genau. Ja? Für was steht die Abkürzung HTTP? Hypertext Transfer Protokoll. Wer war das? Sascha. Boah, ja. Das ist. Welche OTC-Hybridgrößen gibt es? Also, ich darf nichts sagen. Das ist richtig. Und Norbert? S, M, L und X. Wieder hin und her fahren. Nein. Okay, gut, lass mal.